The New Center One-on-One Special, presented by Best Car Wash. One-on-One. Grüß mich dran, ganz herzlich willkommen zum One-on-One da bei uns bei Sportal HD. Zu Gast der Automess Zürich, heute der ehemalige Nationaltrainer, der Jakob Köbi-Kuhn. Köbi-Kuhn, ganz herzlich willkommen an der Automess Zürich. Ja, wahnsinnig. Laut ist es, farbig ist es, glänzend tut es überall. Fußballer und Auto, da hat es, glaube ich, auch in eurer Zeit, wo ihr seid aktiv gewesen, immer Verbindungen gegeben. Fußballer haben immer gerne schöne Autos gehabt. Ja, das ist so. Aber das sind damals vielleicht ein Alfa Romeo oder so gewesen. Heute sind es natürlich Autos von, weiss nicht, aus der Preisklasse von gut sechsstellig, oder? Vom Neufamilienhaus? Ja, ungefähr. Aber es hat natürlich im Ausland, in Deutschland, einen Günther Netzer. Das hat schon extravagante Fußballer gegeben mit teuren Autos. Ja, natürlich. Das es gibt einen Haufen Leute, die Spass haben an den Auto. Und dazu gehören der Fußballer. Wenn sie dann noch das nötige Kleingeld dazu haben, wieso nicht? Also ich gehöre nicht zu dieser Kategorie. Wie kommt ihr von A nach B, wenn ihr heute unterwegs seid? Ja, in der Regel schon mit dem Auto. Allerdings, wenn es einfacher ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann mache ich das schon. Aber ich fahre heute regelmäßig Auto, aber kurze Strecken. Wie viele Kilometer macht ihr mit eurem Kia, der euer Autopartner ist? Ja, also jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber als Nazi-Trainer muss die Zahl immens sein. Dann ist klar, das sind dann ein paar Dutzend Tausend Kilometer gewesen, oder? Das schon, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eher der private Gebrauch und noch Spass haben mit dem so einem komisch angetriebenen Auto rumzufahren. Das ist fantastisch. Wenn man eure Karriere anschaut, als Spieler, später als Trainer, dann kommt man auf eine Zahl von über 50 Jahren, oder im Fußball verbunden seid. Wie behalten wir so lange das Feuer in einem Innen für einen Fußball, der ja dementsprechend wahrscheinlich eine der ganz grossen Lieben ist, euer Fußball, euer Leben? Ja, es ist eine Kindheitsgeschichte. Der Vater war übrigens auch Fußballer gewesen. Der hat irgendwo, ich weiß nicht, so Nationalliga B. Also ein kleines Köpfe gar nicht anders können. Ja, ja. Aber Fußball hat tagtäglich dazugehört. Ich habe in der Nähe von der Fritschiwiese, das ist ein Begriff in Zürich, gewohnt. Und dort ist geshootet worden, bis die Sonne untergegangen ist, bis der Mond gekommen ist. Oder der Vater ist gekommen und hat einen ganz markanten Pfiff gehabt, dass ich wusste, oh, jetzt muss ich heim. Das hat wahrscheinlich noch Aufgaben für mich. Warum hat der Köbi-Kuhn eigentlich nie den Sprung ins Ausland gemacht? Ich hatte Verbindungen gehabt ins Ausland, aber es war natürlich zu selber Zeit nicht so einfach gewesen. Erstens haben sie im Ausland, die meisten Länder, höchstens zwei Ausländer. Vielleicht anders mag sein, dass es Länder gibt, wo mehr Ausländer können verpflichten können. Aber es ist, und dann ist noch dazu gekommen, man hat die Bewilligung vom alten Verein gebraucht. Egal, ob der Vertrag abgelaufen ist oder nicht, hat man ja den Spieler können noch zwei Jahre sperren. Also, ohne Vertrag hat euch der FC Zürich Vertrag können sagen, du darfst nicht gehen. Ja. Ja, du kannst schon gehen, aber die nächsten zwei Jahre shootest du nicht. Darf man nicht spielen. Ja. Und das ist, wenn die Drohung im Raum steht, dann musst du schon überlegen, ob du das willst. Wenn du so angefressener Fußballer bist, dann willst du shooten. Ja, klar. Im Bereich der Nationalmannschaft, vom Nazi-Trainer Köbi-Kuhn, sagt jeder Nazi-Trainer am Anfang von seiner Amtszeit, bei mir spielen nur die Spieler, die im Club oder Stammformation sind. Das war beim Ottmar Hitzfeld so, beim Vladimir Pekovic so. In dem anderen hätten auch nur die Spieler spielen wollen, die im Verein auch zu der Stammformation zählen. Wie einfach, wie problematisch ist das Thema? Es ist, also für Spieler in der Schweiz ist das kein Thema. Die Spieler, sonst wäre, wenn wir schauen, das sind ja alles zusammen Spieler, die im Ausland sind, die für die Nationalmannschaft spielen.
Und dort kann es natürlich sein, wenn du in einer starken Liga bist, dass jemand mal zuschauen muss. Ich habe damals eigentlich einen Haufen Zeit gern verbracht, in Europa herumzureisen und mit diesen Trainern, vor allem mit denen, wo die Spieler ein bisschen problematisch waren, mich an einen Tisch zu setzen. Ich bin immer nach dem Match gegangen. Ich bin nicht unbedingt um Match schauen, sondern ich wollte einen entspannten Trainer vis-à-vis haben, um das Thema zu diskutieren. Und ich muss sagen, ich will nicht anmassen, dass ich jetzt das alles vollbracht habe, aber es hat etwas gebracht. Vom Namen her hat man sich gekannt, aber den anderen kennenlernen und in einem entspannten Gespräch über den Spieler und sein Standing innerhalb der Mannschaft etc. seine Diskussionen zu führen. Und das hat doch oft Wirkung gehabt, dass der Spieler wirklich mehr Einsätze bekommen hat. Also dass der Trainer wirklich gesagt hat, der Spieler tue ich mehr einsetzen, weil der Nazi-Trainer mit mir geredet hat. Das ja, nein, man hat sich gut verstanden. Ich habe über Qualitäten des Spielers, so wie ich ihn einschätze, weil ich ihn ja eigentlich länger kenne, in der Regel wie der Coach, was weiß ich, in England, Frankreich, Italien, wo auch immer. Und allein schon, dass man sich Mühe nimmt, herzureisen und Zeit verbringt, wahrscheinlich irgendein Essen zusammen macht und miteinander über Fußball redet, aber vor allem auch über Probleme von dem Spieler oder meine Probleme, dass der Spieler, er wäre eigentlich ein gesetzter Spieler. Ein wichtiger Spieler. Gut, das sind alle zusammen, die in der Nationalmannschaft sind, aber dass sich das möglichst verändert. Und ob das aufgrund von meinen Gesprächen oder was weiß ich was ist, in der Regel zu einer Veränderung geführt hat, das nehme ich einmal an. Ich muss das nicht auf meine Fahne schreiben. Aber erstens, die Spieler schätzen das, wenn der Coach, ja, ist egal wo, ins Ausland reist und mit seinem Chef, mit seinem Trainer vom Club diskutiert über das. Das hat immer eine gute Wirkung gehabt, dass er gespielt hat und auch, wie soll ich sagen, im Verkehr untereinander hat das natürlich auch Wirkung. Es wird auch ein bisschen privater. Absolut. Aber dir sagt jeder, oder für einen Schweizer Nationalspieler ist das nicht das grosse Thema und nicht so schlimm, wenn er vielleicht im Club nicht immer spielt. Ist die ganze Geschichte um den Captain, um den Inner herum, ist die zu heiß gekocht, dass der im Club nicht spielt, dort abgemeldet ist, aber in der Nazi noch der Captain ist und jetzt zum Teil auch nicht immer gespielt. Wird das viel zu fest aufgepostet von uns Journalisten oder kann es echt ein Problem werden für einen Coach? Ja, nein, es ist natürlich für den Spieler ist es ein Problem, das ist klar. Für den Nazi-Coach möglicherweise auch. Oder er sagt, egal, ich brauche den Spieler, wenn er jetzt mal ein paar Spiele weniger Einsätze hat, dann stört mich das nicht, ich weiß, was ich an ihm habe. Oder er sagt, Spieler, ich brauche den, aber er muss mehr Einsätze haben. Dann ist es natürlich sicher interessant und wichtig, wenn der Nazi-Coach den Weg macht, egal woher, um mit dem Coach zu reden. Das ist auf jeden Fall immer ein Vorteil, wenn man einander vis-à-vis sitzt und einander kennt und über die Probleme der Clubtrainer hat ja, wenn er einen Spieler nicht ausspielt, hat er auch Gründe, was das sind. Wo kann sich der Spieler verbessern etc. Solche Themen sind natürlich immer Aschur gsi. Aber es hilft natürlich auch dem Spieler. Apropos Problem, Köpi Kuhn, FCZ und Köpi Kuhn, das gehört zusammen. Die momentane Situation vom FC Zürich, ich glaube seit über 10 Jahren hat es nicht mehr gegeben, dass man im Schwanz ist von der Raiffeisen Super League. Wie schlimm ist die Situation für den Stadtclub? Sieht sie schlimmer aus, als sie ist? Angst haben um den FC Zürich, den Abstieg muss man sich nicht machen. Nein, ich denke nicht. Ich denke, es ist zu viel Qualität, dass die Mannschaft
ist sicher verunsichert. Die haben sich alle zusammen anders vorgestellt, als am Schwanz rumhängen. Aber ich denke, wenn sich die wieder wirklich finden, und dann sieht das nachher sicher ganz anders aus. Aber es ist natürlich schon ungewohnt. Ich meine, der FCZ hat in den letzten Jahren und auch in der Vergangenheit doch ein Understanding gehabt. Man hat mit ihm immer ein bisschen gerechnet. Aber jetzt heisst es auf die Hinterbeine stehen und Gas geben. Angelo Canepa hat dem Sami Hüppien eine carte blanche ausgeteilt oder verteilt. Er hat gesagt, er kann mit dem Kader ein bisschen machen, was er will. Der Hüppien sagt, 27 Mal Kader sei zu viel. Höchstens 20 Mal, vielleicht noch der eine oder andere neue Winterpause. Hilft es ausmisten, vielleicht in so einem Fall? Oder wäre der Ende der Typ, der sagt, der empfiehlt, mit den Spielern, die ja Verträge haben, laufende Verträge haben, weiterzuarbeiten? Na gut, also ich bin zu weit weg heute, mir zu erlauben, da ein... Welcher Spieler das muss gehen? Welcher Spieler das muss gehen, da bin ich zu weit weg. Fußball ist für mich heute ein bisschen etwas anderes. Es ist nicht mehr akribisch schauen, sondern ich gehe mit Spass schauen, will den Fußball sehen, Kollegen treffen und vielleicht ein Gläschen Wein zusammen trinken. Und wenn es nicht so gut läuft, können es auch mal zwei werden, oder? man kann sich schön trinken, aber nicht mehr euren Worten. Ihr habt nicht grosse Sorgen um euch FC Zürich, dass man da Kurve krass, spätestens in der Winterpause muss man dann die Punkte schon sammeln. Ja, nein, diese Angst habe ich ganz sicher nicht. Aber man hat natürlich schon ein bisschen höhere Ansprüche, oder? Beim Club selber, bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, Coach, Präsident etc. Kann man sich das schon ein bisschen anders vorstellen. Also ein bisschen Unruhe darf das oder muss das schon bringen. Aber die Unruhe muss in Leistung umgesetzt werden. Und dann, denke ich, kommt das wieder besser. Also in eine positive Energie umwandeln. Dann wünschen wir dem FC Zürich, dass es besser kommt. Halt ein Gläschen weniger, wenn es gut läuft. Aber viel Vergnügen weiterhin in den FC Zürich-Match. Merci vielmals für den Besuch bei uns bei Sportal da an der Automesse Zürich. Merci für zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wieder auf miteinander. One-on-one. The new center one-on-one special presented by Best Car Wash.